Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Georgie Severin. Hallo Georgie, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, vielen Dank. Ja, Georgie Severin ist ein Pseudonym. Mein echter Name passt auf kein Buchcover. Außerdem gab es mir die Gelegenheit, als Autorin mich ganz anders zu geben, als ich es vielleicht im normalen Leben bin. In beiden meiner Leben bin ich überzeugte Rheinländerin, mache viel mit Büchern, forsche ein bisschen, bin Mama und Ehefrau und schlüpfe, wo immer ich kann, in neue Rollen. Bei allen meinen Rollen gucke ich den Menschen sehr gerne aufs Maul. Ich überlege und beobachte, wo sie sprechen, wie sie sprechen, in welchen Situationen sie wie reagieren und verarbeite das in Kurzgeschichten, Romanen und manchmal auch in frechen Artikeln zu meinem Broterwerb. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich habe euch heute mitgebracht meinen ersten Soft-Krimi. Also das neue Genre nennt sich Soft-Crime. Und das bedeutet, dass die Krimi-Handlung nicht blutig ist und nicht mit gezogenen Waffen durch dunkle Räume gerannt wird oder ein Thriller im Vordergrund steht, sondern dass der Krimi ja ein bisschen eingebunden ist in eine Rahmenhandlung. In meinem Fall einem humorvollen, queeren Gesellschaftsroman und in meiner Heimatstadt. Das war mir ganz besonders wichtig. Ein Tisch, die Bücher und ein Paket namens Sam spielt also in Bonn-Bad Godesberg. Und der Protagonist, den wir durch das Buch begleiten dürfen, ist Julius Krone, ein stolzer Inhaber der Buchhandlung Maibetz. Er hat allerdings auch zwei Dinge in seinem Leben, die ihm nicht so gut gefallen. Das eine ist seine ständige Hop-on, Hop-off-Beziehung mit Olivia und die Lage seines Ladens. Dem Müll, den er morgens so oft vor dem Eingangsbereich findet, verpasst er ganz gerne einen Fußtritt. Bis zu dem Tag, an dem das Müllpaket dabei aufschreit. Ein kaputter Tisch, eine wasserreiche Sturmnacht und eine weinselige Autorenlesung bringen ihm diesen Paket namens Sam näher. Nur ist Sam auch, was er scheint, oder doch nur Kundschafter der Gangster, die die letzten Einzelhändler in Bad Godesberg im Visier haben? Julius Krone muss das wissen. Er spielt Detektiv. Schließlich liest er genug Krimis. Oder nicht? Das hört sich schon sehr spannend an. Magst du gleich mal anfangen? Also du hast jetzt so wie so ein Cliffhanger gerade gemacht. Ich dachte, du liest, aber ich war jetzt ein bisschen überrascht, positiv natürlich überrascht. Und deswegen wäre es total schön, wenn du gleich anfängst zu lesen. Genau, und weil ich so gemein war und ein bisschen Cliffhanger gespielt habe, nehme ich euch jetzt noch mal mit ins Kapitel 1, damit ihr das auch alles, damit der auch wirklich reinspringt von Cliff ins Wasser. Super. Kapitel 1. Der grau verhangene Februarhimmel, der strömende Regen und die nassklamme Kälte entsprachen Julis Laune perfekt. Er hieß natürlich nicht wirklich Juli, aber nach eher peinlichen Ausflügen von Wegbegleitern in die französische oder englische Aussprache seines eigentlichen Namens hatte er irgendwann beschlossen, den ungeliebten Julius in die Wüste zu schicken und mit der verträglicheren Kurzversion durchs Leben zu gehen. Er seufzte. Gar nicht wahr. Es war Olivia gewesen, die, ha, sie haben ihr Ziel erreicht, meldete sein Verstand vorsichtshalber, bevor sein Herz die gemeinsame WG ihretwegen noch weiter runterziehen würde. Montag, alles grau, und vor dem Laden lag schon wieder ein Müllberg. Verdammt. Eigentlich liebte Juli seinen Laden. Die Buchhandlung Felix Maybetz, Inhaber Julius Krone, angesiedelt in jener Bundesstadt ohne nennenswertes Nachbarn, die seine Heimat war, war sogar sein ganzer Stolz. Er hatte sie übernommen, direkt nach dem Studium, viel zu früh, um Ahnung von dem zu haben, was er tat.
Aber er hatte sich durchgewurstelt, hatte sich den Traum erfüllt, der eigentlichen Buchhandlung eine Kaffeeecke anzufügen, hatte Tageszeitungen und eine kleine Auswahl Zeitschriften ins Sortiment aufgenommen, eine professionelle Kaffeemaschine, Kaltgetränke, Gebäck und Kuchen organisiert und einen kleinen Bereich eingerichtet, in dem alles Erworbene direkt genossen werden konnte. Die durchaus etablierte Buchhandlung hatte dadurch nur gewonnen. Sein Verstand erinnerte ihn an den prüfenden Blick auf sein Spiegelbild, während er an der Glasfassade seines Ladenlokals entlang zur Ladentüre ging. Er sah sich jeden Morgen in dem irgendwie immer schmutzig wirkenden Glas. Im Grunde genommen brauchte er schon lange nicht mehr hinzusehen, um zu wissen, dass er gut aussah. Nicht klassisch schön wie Models oder Schauspieler oder wie Olivia, aber er sah jedenfalls gut aus, bestätigte er sich hastig. Er hatte gleichmäßige Gesichtszüge, aschblondes Haar mit etlichen Blondtönen darin, Kuhschwanzfarben, nannte seine Seelenverwandte Jana das, und wenn er seinen bisherigen Beziehungen glauben durfte, durchaus ansprechende braune Augen mit dunklen langen Wimpern und netten Augenbrauen dazu. Nichts Aufregendes, aber er hatte dieses gewisse Etwas, das die Menschen hochsehen ließ, wenn er auftauchte. Menschen wie Olivia. Er grinste beim Versuch, sein Spiegelbild zu ignorieren. Er war eitel, das wusste er. Er achtete auf sich, seine Ernährung, seine Haltung, seine Kleidung. Er wusste nur nie, ob er es für sich tat oder für Olivia. Jetzt reichte es aber. Er riss sich zusammen, löste seinen Blick und seine Gedanken von seinem Spiegelbild und von Olivia und stellte sich zum Gefühl tausendsten Mal die Frage, wie zum Teufel er das größte Ärgernis seines Erwerbslebens ändern sollte, die furchtbare Lage seines Ladens. Die zu Hauptstadtzeiten durchaus exklusive, mit edlem weißen Stein verzierte, langgestreckte Einkaufspassage war längst verkommen. Die einst hochmoderne Bauchweise wirkte heute nur noch zugig und abweisend. Der schlauchartige Durchgang von einem schmuddeligen, halb mit Waschbeton und Betonplatten belegten und hässlichst umbauten Platz hin zur Fußgängerzone wirkte inzwischen dunkel und ungepflegt. Die weißen Steine waren abgetreten und Julis durchgehendes, vollverglastes Ladenlokal ähnelte heute eher einem Terrarium als einem Laden. Seufzend betrat Juli die Passage. Ein weiteres tägliches Ärgernis, denn er kam nicht anders an seine Ladentüre heran. Es mochte ja einst schick gewesen sein, das Ladenlokal nur von der Mitte der damaligen Edelpassage aus betreten zu können. Heute aber bildete das einen Laufkundschaftsverhinderer. Kaum jemand ging freiwillig ein Stück in den überbauten, schlecht beleuchteten Teil hinein. Der Durchgang führte einen ja auch letztlich nirgendwo mehr hin. Juli schnaubte, als er den richtigen Schlüssel seines Schlüsselbundes auszumachen suchte. Die veralteten Röhren der Passagenbeleuchtung waren mal wieder auf halbdunkel. Kein Wunder, viel verdiente der Vermieter nicht an ihnen allen. Selbst die Ramschläden hielten sich hier kaum, vor allem, wenn sie zum Platz hinaus lagen. Allein der Kinderschuhladen stellte einen Glücksgriff dar. Zur Fußgängerzone herausgelegen, zog er immer wieder Mütter mit Kindern in Julius Café hinüber. Ansonsten gab es viel Wechsel hier, viele Migranten. Die Eingangsbereiche zu den oberen Etagen waren gepflastert mit den zigfach überklebten Schildern der Mieter dort. Diese Ecke der Stadt war nicht frei von Schattenseiten. Immerhin war Juli noch nicht Opfer der Einbruchsserie geworden, die die letzten Einzelhändler der Stadt verunsicherte. Er seufzte. Was hätten die auch stehlen sollen? Bestseller hieß kaum, die Bücher auch als heiße Ware verkaufen zu können. Das gelang nur mit den Tageszeitungsbündeln, die die Lieferanten frühmorgens in den Eingangsbereich warfen. Der schon erwähnte, idiotischerweise auch noch fast 1,5 Meter in den Laden zurückversetzte und damit von außen nahezu uneinsehbare Türbereich bot Dieben und Spaßvögeln beste Deckung. So fand Juli morgens allzu oft die Müllsäcke aus den Containern statt seiner Zeitungen vor der Ladentüre. So wie heute. Wütend auf die Welt und auf sich selbst trat er heftig in das Müllpaket aus blauen Plastiktüten und Pappe. Im nächsten Moment machte er einen Satz zurück. Aus dem Berg vor ihm war ein unterdrückter Schmerzenslaut gekommen. Nur Sekunden später kroch eine verschlafene Gestalt daraus hervor. Juli wappnete sich.
Sorry, sagte er und hob zur Untermauerung seiner friedlichen Absicht schon mal die Hände. Er wusste schon, wie viel der Mann vor ihm intus hatte. Zu seiner immensen Erleichterung kopierte der Julis Geste allerdings sofort und ziemlich erschreckt. Genau genommen sank er wieder in sich zusammen und kauerte sich völlig defensiv an Julis Ladentüre. »Auch sorry«, krächzte er, bevor er sich räusperte. »Ah, hab verschlafen. Bin sofort weg, ja? Bitte.« Er hatte eine überraschend junge Stimme und die Aufrichtigkeit, die Juli glaubte, aus ihr herauszuhören, ließ ihn spontan nicken. Fast hätte er ihn hineingebeten. Dann siegte die Vorsicht. »Schon gut, ja. Verschwinde einfach.« Er deutete mit den Händen unbestimmt irgendwo in Richtung Passagenausgang. Der Mann nickte erleichtert und strich sich unbewusst mit den Fingern durch die Haare, als wolle er sie ordnen. Bei den ungepflegten, beige-braunen, stoffumwickelten Afrosträhnen um seinen Kopf ein eher sinnloses Unterfangen, befand Juli. »Danke, Mann. Auch das noch. Rasterslang«, konnte Juli gar nicht ab. Missmutig trat er über die chaotische Masse hinweg an seine Ladentüre, schloss sie auf, verschwand ins Innere und verschloss die Türe von dort aus nachdrücklich. Als er ein paar Minuten später aus dem abgeteilten Hinterzimmer des Ladenlokals wieder nach vorne kam, war der Türbereich leer. Kapitel 5. In den folgenden Wochen sah Juli sein Paket, wie er den jungen Mann, der Einfachheit halber getauft hatte, nicht mehr. Wenn er gegen 9 Uhr, eine Stunde vor Öffnung, an die Türe kam, war der Bereich davor stets leer, sauber und aufgeräumt. Nur Kleinigkeiten, ein Stück Pappe, eine fortgeflatterte, abgerissene Ecke einer Schokoriegelverpackung oder ein heruntergefallenes Stückchen Apfelkitsche deuteten darauf hin, dass der Mann die Nächte weiterhin vor der Buchhandlung verbrachte. Dann plötzlich verschwand er. Fast eine Woche verging, in der Juli zwischen der Erleichterung, seinen ungebetenen Gast losgeworden zu sein, und der Frage, wohin der geraten war, hin und her pendelte. Aber die Routine des Ladens drängte die Frage in den Hintergrund und so vergaß er sie. Wohl deswegen fiel er fast über den dunklen Kokon aus Mensch und Schlafsack, der sich am darauffolgenden Freitag, noch sichtlich müde, eng an seine Ladentüre kauerte. Irgendwie freute sich Juli, sein Paket wiederzusehen. Vor allem, weil die Verpackung deutlich ansehnlicher geworden war. Die undefinierbaren Mengen Stoffs, Müllbeutel und Pappe waren einem dunkelblauen, raupenähnlichen Schlafsack mit Kapuze, einer Decke und einem großen Wanderrucksack gewichen. Auch die gruseligen Rasterzöpfe waren fort. Die echten blonden Haare darunter waren, unfachmännisch, aber immerhin, geschnitten und gewaschen worden, und selbst der Rest des Mannes wirkte irgendwie heller. Auch kürzlich gewaschen, vermutete Juli. Vielleicht freute er sich aber nur deswegen, weil er einfach gute Laune hatte. Die Einbruchsserie schien vorbei zu sein und die Lesung am vorangegangenen Abend war gut besucht gewesen. Nette Leute hatten einen netten Umsatz und einen netten Seitenverkauf mit sich gebracht. Dazu einen noch netteren Autor, mit dem Juli sich hemmungslos zu flirten erlaubt hatte. Hinter dem Rücken des Publikums, verstand sich. Das hier war ein Dorf, immer noch. Die Erinnerung machte ihn lächeln. »Na, Urlaub gemacht?«, fragte er und deutete auf die neue Ausstattung seines Pakets. »Hab ein paar Nächte bei einem Freund gepennt. Jetzt nicht mehr.« Es klang nicht lustig, eher enttäuscht, fast verzweifelt. Betroffen sah Juli fort. Hinter dem Ladentresen lugte die Kühlvitrine mit den Resten des Abends hervor, sein Mittagessen. Das Glas der Eingangstüre warf sein Spiegelbild zurück. Darunter befreite sich sein Paket mühsam aus dem dicken Schlafsack, um ihn aufzurollen. »Nimmst du ein paar alte Brötchen und Muffins zum Frühstück?« Juli wusste fast selber nicht, wer da gesprochen hatte. Seine Stimme musste auch für den jungen Mann vor ihm fremd geklungen haben, denn der sah überrascht, fast misstrauisch zu ihm hoch und hielt inne. Machte er unbestimmt, als sei er sich nicht sicher, welche Antwort Juli von ihm erwartete. Er wich Julis Blick aus und fuhr mit seinem Versuch fort, den dunkelblauen Schlafsack zusammenzurollen, um ihn in dessen Hülle zu stopfen.
Nur weil ich so glücklich bin, dass du jetzt verschwindest, beeilte Juli sich, die Peinlichkeit zu überbrücken. Wieder wandte der junge Mann ihm den Kopf kurz zu, ohne ihn wirklich anzusehen. Unvermittelt lächelte er. Selbst seine Zähne wirkten heller, bemerkte Juli irritiert. Wenn das den Herrn glücklich macht, gerne. Für einen Augenblick kreuzten sich ihre Blicke, dann sah der junge Mann hastig wieder zu Boden, als sei ihm aufgegangen, wie frech das gewesen war. Danke, sagte er, und es kam unendlich leise. Erster Teil. Erster Teil, der sehr interessant war. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Figuren. Über meine Figuren möchtest du gerne was wissen. Ja, also Juli, Jana und Sam. Von Jana haben wir noch nichts gehört. Die werden wir gleich, denke ich, noch kennenlernen. Juli, Julius Maibetz, studierter Anglist und Germanist, ist kopfüber in die Beziehung mit Olivia hineingesprungen. Einer Frau, die sehr genau weiß, was sie will, sehr erfolgreich ist, von Haus aus sehr vermögend und die ihn in ein Leben entführt hat, was er bisher nicht kannte und so auch nicht weiterführen möchte, weil er genau weiß, dass er es nicht weiterführen kann. Und er möchte auch nicht immer der Handaufhalter sein. Er beschreibt das so schön als derjenige, der mit der Kreditkarte ausgehalten wird. Seine Buchhandlung ist sein ganzer Stolz, aber eben finanziell nicht ein großer Erfolg. Und so springt Olivia immer wieder ein und hält ihn damit auch schön an der kurzen Leine. Sam platzt tatsächlich als Müllpaket in sein Leben und überfällt ihn mit ganz verschiedenen Gefühlen. Sam wird zunächst mal nicht weiter beschrieben. Im Laufe des Buches wird man ein bisschen was über ihn erfahren. Aber erst einmal ist er ein Müllpaket, ein Obdachloser, ein Wohnungsloser oder eben auch eine Person ohne festen Wohnsitz, wie das im Amtsdeutsch heißt, die mal alle hinterfragen lässt, wie gehe ich mit so einem Menschen eigentlich um? Wie Juli eben zwischen, eigentlich ist er nett, ich könnte ihn hereinbitten und Gottes Willen, es ist doch ein Obdachloser, wie viel hat der Intus? Die klassischen Stereotype werden abgespult. Dazu haben wir Jana, die in ihrem Beruf diese Stereotype sehr leicht überwinden kann und einfach davon ausgeht, das müsste allen anderen Menschen genauso gehen. Diese drei werden zu einem fest verwobenen Dreieck, wenn es darum geht, zu klären, inwieweit Sam denn nun dem Stereotyp genügt und in die hübsche Einbruchserie verwickelt ist oder eben vielleicht doch unschuldig an der ganzen Sache und nur zufällig immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Wo spielt denn dein Buch? Mein Buch spielt in dem Stadtteil Bad Godesberg, der Stadt Bonn. Dazu muss man wissen, dass sich Bad Godesberg schon dem Namen nach als Bad versteht und als eigenständige Stadt, die eben versehentlich zwangseingemeindet wurde. Und wer die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn kennt, der weiß, dass in Bad Godesberg ein Großteil der Diplomaten gewohnt hat und es deswegen eben eine ehemals sehr reiche Innenstadt ist, die eben mitten im Wandel steckt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht oder aus welchem Kapitel du jetzt weiterliest. Magst du gleich mal weiterlesen? Ich mag weiterlesen und wir schließen genau an das Kapitel an. An die letzte Begegnung zwischen Sam und Juli und schauen, wie jetzt die gute Jana ins Spiel kommt. Kapitel 6. Der Sonntagnachmittag zog sich wie Kaugummi. Vor Langeweile fast umkommend raffte sich Juli schließlich sogar auf, den Berg von Papierkram zu erledigen, den er sorgsam in einer roten Mappe mit Gummiband darum verwahrte. Sie drohte aus den Nähten zu platzen, bemerkte er schuldbewusst und machte sich ans Werk. Er hatte sich fast hindurchgekämpft, als ihm das Fehlen eines wichtigen Briefes unvermittelt ausbremste.
Er musste das Schreiben am Vortag im Laden liegen gelassen haben. Er sah auf. Es war einer der ersten warmen Tage des Jahres. Der Sonne-Wolken-Mix färbte den Himmel blau-weiß und die sonntäglich stillen Straßen luden geradezu dazu ein, spazieren zu gehen. Abgesehen davon natürlich, wie recht Juli jede Entschuldigung gewesen wäre, die Mappe Mappe sein zu lassen, und sei es nur für ein paar Minuten. Er schnappte sich Ladenschlüssel und Jacke und marschierte los. Nachdenklich schlenderte er, bewusst den einen oder anderen Umweg gehend, bis hoch zum Fußgängerüberweg, der in der Mitte des Parks in die Fußgängerzone zurückführte, zugleich der Startschuss für das furchtbare rote Pflaster. Plötzlich vermisste Juli das alte griechische Restaurant auf der Ecke, wünschte er sich erneut die Renovierung des alten kleinen Pavillons und des dahintergelegenen Theaterbaus. Einfach ein schöneres Entree in die kleine Innenstadt, die er so mochte. Spontan verließ er noch einmal den direkten Weg zum Laden und wanderte linker Hand an der Glasfassade des neuen Sanitätshauses entlang eine Straße weiter. Die stille Sackgasse an dem kleinen Hotel mit dem hübschen Glasvorbau würde ihn auf den Vorplatz der Fraunhofer Galeria führen. Von dort aus konnte er, zwischen zwei Geschäften hindurch, den hässlichen Platz hinter seinem Laden erreichen. Von hinten durch die Brust sozusagen. Er grinste. Hauptsache, er war nicht allzu früh wieder zu Hause bei seiner Mappe. Eine Bewegung im Augenwinkel riss ihn aus seinen Gedanken, als er, noch das kleine blau-weiße Hotel ansehend, um die Ecke in die Sackgasse einbog. Er merkte auf. Die Warenannahmetüre des neuen Sanitätshauses stand offen. Ein paar Männer, tief in Sonnenbrillen und ihren Kapuzenpullovern verschwunden, rollten Ware herum und heraus und hörten Musik aus irgendwelchen In-Ear-Buds. Nur das Itze, Itze der Bässe war zu hören. Während Juli noch unschlüssig, wie er das bewerten sollte, herumstand, passierten ihn zwei der Männer und grüßten freundlich. Reflexartig erwiderte Juli den Gruß und zuckte innerlich die Achseln. Welcher Einbrecher hörte schon Musik beim Klauen? Vermutlich räumten sie einfach nur hin und her. Das Ladenlokal war eine Art Zweitgeschäft für sperrige Waren wie Pflegebetten und Rollstühle. Der Hauptladen lag am Durchgang zum hässlichen Platz, also nur ein paar Meter entfernt. Juli nahm seinen Weg wieder auf. Im Wendehammer parkten, wie eigentlich immer, dunkle Limousinen in der Parkverbotszone der Feuerwehrzufahrt zur Fußgängerzone. Unter sie hatte sich ein geöffneter weißer Transporter gemischt. Auch hier war einer der Hoodie-Träger am Werk und auch er grüßte freundlich desinteressiert, bevor er von seinem Kumpel irgendetwas entgegennahm und im Wagen verstaute. Ein dritter Hoodie folgte Juli, einen Rollstuhl schiebend, bis Juli vor dem Hauptgeschäft auf seinen Platz abbog. Als er von dort aus noch einmal zurücksah, waren Mann und Ware verschwunden. Juli grinste. Umräumarbeiten am Sonntag also. Er holte sein Schreiben aus dem Laden, bummelte die Fußgängerzone entlang zur Rheinallee zurück und erledigte seinen Papierkram. Hatte er wieder mal Recht behalten? Hatte er nicht. So viel Überwindung es ihn auch kostete. Als er am Montagmorgen erfuhr, Zeuge des nächsten Einbruchs geworden zu sein, meldete er sich sofort bei der Polizei. Was er zu sagen hatte, war wenig genug. Er hatte sich weder das Kennzeichen des Transporters gemerkt, noch sonst etwas Verwertbares. Zu seiner immensen Erleichterung aber hörte er wenigstens keine Vorwürfe. Kapitel 7. Die strahlende Maisonne schrie geradezu nach draußen sitzen. Der späte Vormittag war bei weitem warm genug dazu, und auch wenn Juli eigentlich keine Außengastronomie haben durfte, weil der Platz hinter dem Laden Feuerwehrzufahrt war, schleppte er bei solchen Gelegenheiten doch wenigstens einen oder zwei alte Tische und ein paar Stühle vor die kurze Glasfront des Ladens. Natürlich nur für Jana und sich selbst. Falls sich dann zufällig jemand dazusetzen wollte, bitte. Diesmal blieben sie allein, nuckelten genüsslich an ihren Kaffeebechern und besprachen das Stadtfest, das jährlich die Sommerflaute mit Spiel, Spaß und verkaufsoffenem Sonntag zu bereichern suchte.
Die Stadtmarketinggesellschaft gab ihr Bestes, die Besucher darüber hinwegzutäuschen, wie dringend das rote Fußgängerzonenpflaster inzwischen sanierungsbedürftig war und wie viele alteingesessene Geschäfte im Jahresverlauf wieder durch Filialisten, Sanitätshäuser und Leerstand ersetzt worden waren. Mindestens kein neuer Billigheimer, seufzte Jana. Ja, aber dafür haben wir jetzt gar keinen Metzger mehr. Habe ich gesehen. Fleisch kriegst du da aber trotzdem noch. Juli pustete in seinen Kaffee. Ja, vom Drehspieß, in allen Varianten. Stiesel. Ach, lass mal. Du weißt, ich esse das Zeug viel zu gerne, um mich ernsthaft zu beschweren. Vielleicht lerne ich wirklich irgendwann mal wenigstens die Schrift. Nur damit ich mich im Alter hier noch zurechtfinde. Juli, empörte sich Jana über Julis Anspielung auf die von den Urgodesbergern gerne vorgetragene Verfremdung ihrer Stadt. Ich will mich bloß intagieren, blödelte Juli. Er meinte nichts davon wirklich ernst. Er wusste nur genau, wie er Jana am besten auf ihre Integrationspalme treiben konnte. Prima, dann fang mal gleich damit an. Hol ihn her, ich gebe ihm einen Kaffee aus. Sie lachte über Julis verständnisloses Gesicht. Dein Paket ist geliefert worden. Es sitzt seit heute früh samt Schlafsackrolle und Wanderrucksack vorne am Supermarkteingang mit einem leeren Kaffeebecher vor sich. Da ich nicht Hoppi bin, kann ich den nur mit der da hineingehörenden Ware und nicht mit Geld fühlen. Also, hol ihn her, damit ich gute Fee spielen und dich intrigieren kann. Juli schluckte, plötzlich unsicher, ob sie ihn wirklich hochnahm. Ich kann doch nicht einfach hingehen und einen wildfremden Mann anquatschen. Lass mich mal überlegen. Sie kratzte sich am Kinn, als denke sie nach. Doch, du bist Bi, du darfst alles bei allen. Jana, fauchte Juli und sah sich hastig um, ob sie jemand gehört hatte. Ja, tat Jana unschuldig. Er ist ein, ja, ein Landstreicher. Ein Stadtstreicher, wohl eher. Obdachloser fände ich angemessener. Person ohne festen Wohnsitz im Amtsdeutsch. Und Juli, es wird Zeit, dass du mal wieder auf andere zugehst. Mehr als ein Nein wirst du dir schon nicht abholen. Aber wenn was? Wenn er dir eine reinhaut, weil du gefragt hast? Meinst du echt? Juli senkte pikiert den Blick. Genau das hatte er gerade gedacht. Und wenn er, tastete er sich vorwärts, ich meine, die Einbruchsserie, sie ist immer noch nicht aufgeklärt. Also Juli, fang doch bitte mal wieder an, eigenständig zu denken, mit dem Kopf vorzugsweise. Wenn er damit zu tun hätte, dann hätte er wohl inzwischen genug von der Sore, um nicht mehr um Kaffeebecher Kleingeld betteln und auf der Straße abhängen zu müssen. Meinst du nicht? Sie knallte ihr Glas auf den Unterteller, auf diese typische Jana-Art, die jegliche Diskussion beendete. Juli, glaub mir, der Junge ist nicht mal auf Drogen. Was du so genau weißt, weil du das inzwischen wüsstest, mein Lieber. Und zwar an dessen, was du dann morgens vor deiner Ladentüre vorfändest. Auch da hatte sie einen Punkt. Und jetzt geh schon, du schuldest mir noch den Wetteinsatz vom Jule Club. Ich darf einmal bestimmen, was du tust. Schon vergessen? Sie grinste ihr unverschämt, unwiderstehliches Jana-Grinsen dazu. Er war verloren. Sie würde kein Jota von ihrem Vorhaben abweichen und wenn der nahegelegene Rodderberg-Vulkan plötzlich Feuer spucken würde. Schön, seufzte er, erhob sich und wanderte um die verlassene Hausarztpraxis herum zu den Treppen vor dem Eingang jenes durchaus ansehnlichen Altstadt-Center-Teils, von dem aus man die VHS, eine Supermarktkette, einen Billigheimer, ein Fitnessstudio und die Tiefgarage erreichte. Es war pure Absicht gewesen, so herumzugehen. Die Passage war selbst heute noch kalt und dunkel. Vor allem aber kam Juli auf diese Weise von der offenen Kirchen und damit der Sonnenseite auf den Eingang zu. So konnte er sein Ziel sehr viel früher sehen, als es ihm, und im Zweifel einfach so tun, als sei er auf dem Weg von der Ausfahrt der Tiefgarage zur Bank an der Ecke. Sehr zu Julis Unbehagen hatte ihn sein Paket doch entdeckt.
Es war wohl einfach zu still hier an diesem späten Vormittag mitten in der Woche. Nun ja, würde ihn wenigstens niemand mit dem Mann reden sehen. Hallo, rang er sich zu einer Begrüßung durch. Er brach ab und sortierte sich. Gerade heraus also. Ich bin hier, weil eine Freundin von mir im Café sitzt, ich von dir erzählt habe und sie dich gerne kennenlernen würde. Er grinste kläglich. Kommst du also auf einen Kaffee mit zu mir? Er sagte es absichtlich so, hoffte irgendwo tief in sich drin vielleicht auf ein der Doppeldeutigkeit geschuldetes Nein. Als er es bekam, traf es ihn trotzdem. Ich kann hier nicht weg. Juli stutzte. Hatte der Kerl jetzt sich oder ihn entschuldigen wollen? Nee, klar. Riesengeschäft zu machen hier. Er deutete auf den nahezu menschenleeren Platz. Ich sehe es. Ein kleines Lächeln umspielte die Lippen des Pakets. Treffer. Aber das meinte ich nicht. Ich kann hier nicht weg, weil... Es brach unvermittelt ab. Todernst plötzlich, als habe es etwas sagen wollen, was es nicht sagen durfte. Irgendetwas in Juli wollte hören, was es noch zu sagen gehabt hätte. Immerhin hatte er mit dem Mann gerade mehr Worte am Stück gewechselt als je zuvor. »Wenn du Mittagspause machst, kommst du dann rüber?« bot er leutselig an. Das spöttische Lächeln kehrte auf das Gesicht des Pakets zurück. »Wie spät ist es?« Juli grinste boshaft, trat einen Schritt zur Seite und deutete auf den Kirchturm von St. Marien. »Wenn mich meine Armbanduhr nicht täuscht, 11:55.« Eine arme Kirchenmaus hebt den Blick nicht zum Himmel. Juli zuckte zusammen. Das war nicht die Art zu reden, die er von einem Obdachlosen erwartete. Sie war zu geschliffen, zu frech, zu gebildet. Obdachlose, das waren Sozialschmarotzer mit Drogenproblematik aus bildungsfernen Familien. Sie liefen vor den Schlägen des Vaters und dem Suff der Mutter davon, fanden die falschen Freunde und stürzten durch sozial geknüpfte Auffangnetz geradewegs auf die Straße. Dort blieben sie, bis entweder ein Hilfeverein oder der Frost sie fanden. Oder sie in den Knast wanderten. Die Einbruchsbanden-Idee verlangte urplötzlich Beachtung. Verzeihung. Juli schreckte auf. Was? Ich wollte nicht unhöflich sein. Warst du nicht. Ich hab nur... Aus irgendeinem ihm selbst nicht erklärlichen Grund kam Juli sich plötzlich unendlich schäbig vor. Er räusperte sich. Mal wieder Vorurteile mit mir herumgetragen, die du gerade umgeworfen hast. Also jetzt ehrlich. Jana, meine Freundin, wartet im Café. Sie will dich unbedingt kennenlernen. Sie wird dich locker lassen, bis wir zwei bei ihr auftauchen. Das solltest du wissen. Sie ist... Jana... unterbrach ihn das Paket nachdenklich. Ja, vom Jugendcafé. Das Paket schnaubte amüsiert. Ich verstehe. Es erhob sich. Also los. Kam es Juli nur so vor oder ging sein Paket tatsächlich absichtlich hinter statt neben ihm? Es gelangte jedenfalls einen Schritt nach Juli bei Jana an, die ihm fröhlich grinsend entgegenblickte. Das ist die Dame, die dir unbedingt einen Kaffee ausgeben will, stellte Juli sie vor. Jana Ablat Walter, sagte Jana und streckte dem Paket die Hände entgegen, als habe das nicht die letzten Tage sonst wo damit herumgewühlt. Das Paket ergriff sie auch nicht, nickte nur schüchtern. Jana nahm sie ungerührt zurück und deutete stattdessen mit ihr auf Juli. Und er heißt Julius Krone, ist kein Zirkusdirektor und er mag sie. Juli, der sich gerade wieder auf seinen Stuhl hatte fallen lassen, um sich einen Schluck seines inzwischen lauwarm gewordenen Kaffees zu nehmen, verschluckte sich fast vor Schreck. Sie redet zu viel und hat zu viel Geld, verkündete er dem Paket, das unschlüssig vor ihnen stehen geblieben war. Sie können mir den Kaffee auch mitgeben. Das Paket hielt den Blick fest zu Boden gerichtet. Vermutlich wollte es so schnell wieder weg, wie Juli es fortwünschte. Juli öffnete den Mund, ihm zuzustimmen. »Kommt nicht in Frage«, grätschte Jana dazwischen und bedachte Juli mit einem eisigen Blick. »Setzen«, befahl sie und deutete unmissverständlich zwischen einem Stuhl am Nachbartisch und ihrem Mosaiktisch hin und her.
Julis Paket lächelte unbehaglich, zog sich einen Stuhl aber gehorsam heran. Er setzte sich vorsichtig auf den äußersten Rand des Sitzes und blickte von dort aus stur auf die Tischplatte des gemauerten Mosaiktischchens vor sich. Sie hat schon einen Sprung. Sie brauchen keinen weiteren hineinzugucken, Mr. Namenlos, kicherte Jana. Das Paket sah ruckartig hoch. Zu Juli. Nein, entgegnete es und behielt Juli fest im Blick. Aber vielleicht kann Sam einen herausmachen. Ist nicht schwer. Jana überwand ihre Überraschung schneller als Juli. Das können Sie? Prima. Ich bin sicher, Juli zahlt Ihnen da gerne was für. Juli erstarrte. Ihr Tisch, Sam. Jana wollte sich erheben. Sam lachte auf. Hammer, Meißel, Schüssel und Zement, zählte er auf. Ich bin kein Hexer. Tut mir leid. Juli atmete unbewusst aus. Siehst du, hat sich schon erledigt. Quatsch, haben wir alles im Jugendcafé, zerstörte Jana Julis letzte Hoffnung auf ein baldiges Verschwinden des Pakets und wandte sich auch gleich an selbiges. Wenn Sie möchten, Sam? Sam strahlte. Gerne. Sagen Sie einfach, Jana schickt Sie für den Buchladen. Ihre Sachen können Sie so lange hier lassen. Sie müssen ja eh für den Kaffee zurückkommen. Und die Nacht. Sam strahlte weiter, nickte, schob den Stuhl zurück und verschwand. Sag mal, spinnst du? Fuhr Juliana an, sobald sein Paket außer Hörweite verschwunden war. Du kannst ihm doch eigentlich einfach so vertrauen. Jana sah ihn mitleidig an. Kann ich nicht, ja? Aber Olivia, ne? Der kann man vertrauen. Betroffen zuckte Juli zurück. Mensch, Juli, ich habe ein paar Leute von St. Mariens Suppenküche ausgequetscht und die Streife. Sam ist kaum bekannt, macht also auch keinen Ärger. Er gilt als unzugänglicher Einzelgänger, der weder was einzuschmeißen scheint, noch zu trinken. Warum soll ich ihm weniger vertrauen als jedem anderen Unbekannten? Er hat meinetwegen den vermutlich hart erkämpften Bettelplatz am Center-Eingang verloren. Das heißt, lieber Juli, dass er im Zweifel heute Abend sehen kann, wo er was zu essen herkriegt. Juli wurde es sehr mulmig zumute. Das war es wohl gewesen, was Sam hatte sagen wollen und verschluckt hatte. Jana folgte Julis Gedanken und nickte. Und ich habe ihn auch nicht die Kasse holen geschickt, Juli, sondern einfaches Werkzeug. Wenn sich hier einer merkwürdig verhält, dann du. Fragst nicht mal nach seinem Namen, duzt ihn einfach, nennst ihn Paket. Er ist ein erwachsener Mann, Juli. Juli wollte sich verteidigen, wollte darauf hinweisen, Sam habe das auch getan. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm auf, Sam hatte das keineswegs getan. Jana las seine Gedanken von seinem Gesicht ab und nickte wieder, nachsichtig diesmal. Siehst du, ein Kaffee, ein Tisch und Werkzeug. Kein Weltuntergang. Und wenn er damit wieder erwarten doch den Laden aufbricht, wird er enttäuscht feststellen, dass er abends mehr in seinem Kaffeebecher vorm Supermarkt hat, als du in deiner Ladenkasse. Juli fuhr auf. Das kannst du so nicht. Doch, kann ich. Und jetzt setz dich wieder hin. Bis dein Paket namens Sam zurückkommt, will ich wissen, was wir zum Stadtfest machen. So, das muss euch reichen. Das ist aber ganz schön gemeint. Dafür darfst du jetzt noch alle Fragen loswerden, die hängen geblieben sind. Sehr gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Jawohl. Über die Entstehung von deinem Buch zu sprechen. Erzähl mal so ein bisschen so von der Idee bis zum fertigen Buch, so den ganzen Weg, so deine Gedanken, Verzweiflung vielleicht, die auch mal zwischendurch da war. Immer, immer, bei jedem Buch, bei jedem Text gibt's das, ja. Also die Entstehung meiner Bücher ist tatsächlich ein Sekundenmoment. Die Ideen kommen in Alltagssituationen und verlangen Beachtung. Das ist meistens das, was man so den Kernplot nennt, wenn man das Ganze technisch beschreibt.
Das heißt, der rote Faden. Ich habe dann meinen Hauptcharakter, vielleicht den Gegenspieler oder den künftigen Partner oder wie auch immer und eine Grundidee. Hier in dem Fall beim Sam war das so, dass ich tatsächlich an einem neuen Buchhandlungsstandort vorbeikam und gedacht habe, der ist schön, der Laden, und das sind tolle, interessante Bücher, aber schade, dass sie nicht noch einen Kaffee mit dazu genommen haben. Und im selben Moment spazierte Julius Krone an mir vorbei, auch schon übrigens mit dem Zirkusdirektornamen. Und ja, und dann war der Kerngedanke da. Und dazu kommt, dass in den letzten Monaten tatsächlich in dem sogenannten Suppenhimmel, also in der Suppenküche dieser Kirche St. Marien, sehr, sehr viele Menschen vorstellig geworden sind, Corona dort viel an sozialer Arbeit kaputt gemacht hat. Ja, da kam eins zum anderen und so ist das Buch entstanden. Und wie geht das bei mir weiter? Ich habe seit einigen Jahren, seit ich Belletristik schreibe, habe ich immer ein Notizbuch bei mir. Und wenn mich dann so ein roter Faden überfällt, dann fange ich an, diesen kurz in mein Buch zu skizzieren. Und von da an ist es wirklich erstmal ein gedankliches Arbeiten mit Stichpunkten, die wild durcheinander und manchmal auch mit Gekritzel und durchgestrichen in dieses Skizzenbuch kommen. Dieses Skizzenbuch nehme ich mir regelmäßig vor, um das in eine Word-Datei zu verwandeln, dabei auch schon zu überlegen, welches Stichwort kommt wohin, welche logische Abfolge könnten die Kapitel haben, also das sogenannte Plotting. Und ich bin der Schreiber, der erst den Plot fertig hat, also die Grundstruktur, die Stichpunkte fertig hat, bevor er dann oben wieder anfängt zu schreiben. Und dann das Schreiben selber ist Muße und Fleißarbeit zugleich. Mir fallen dann die ganzen Details ein. Da kommt dann eben dieses aufs Maul schauen sehr stark zum Tragen. Wer spricht in welcher Situation wie? Wie spricht ein 35-Jähriger wie Juli? Wie spricht ein junger Mann wie Sam? Wie spricht eine Jana, die gewohnt ist, mit sehr schwierigen Menschen umzugehen, sich sehr stark durchzusetzen? Ja, und nach mehreren Durchgängen und vielen, vielen Abenden voller Verzweiflung, das Buch wird nie was, das Buch ist schlecht, jeder einzelne Satz ist schlecht, nein, eigentlich ist jedes Komma schlecht, ach, es ist noch viel schlimmer, jeder einzelne Buchstabe ist schlecht, gebe ich das Ganze einfach irgendwann meinem Verleger. Obwohl es schlecht ist, gibst du es ab. Nein, irgendwann muss ich es einfach abgeben, weil diese Phasen, wo man denkt, es ist schlecht, es ist schlecht und es wird auch nicht mehr besser. Im Grunde ist das Quatsch, dann müsste man den ganzen Text nochmal machen. Und ich mache die Texte ein, zwei oder vielleicht auch dreimal, bis ich sie gefeilt habe. Und dann gebe ich sie tatsächlich dem Verlag, weil ich dort A, hinsichtlich des Manuskripts schon sofort ein Feedback bekomme, ob es angenommen wird oder nicht. Wenn ich also wirklich mal total recht habe und es war völlig katastrophal, dann wird es ja schon im Manuskript zurückgewiesen. Und wenn es doch besser ist, als ich vermute, dann schleift ja auch noch ein Lektor oder eine Lektorin daran, bevor das Buch irgendwann in Druck geht. Und auch da wird man nochmal sehr deutlich auf Schwachstellen hingewiesen. Das heißt, ich setze mir irgendwann einfach die Deadline zu sagen, wenn du jetzt noch weiter feilst, kann es nicht besser werden, es kann nur schlimmer werden. Das ist so das übliche Problem, ne? Bei uns Autoren. Genau. Wir denken, es ist zwar schlecht, aber dabei ist es vielleicht sogar schon gut, ja. Also fertig. Und auch nicht jeder Sprachperfektionismus transportiert dann auch noch Emotionen. Also ich habe Absätze, die finde ich sprachlich wunderbar geschliffen, aber die sind so steif und so schön geschliffen, dass irgendwo gerade bei diesem Buch, was ja sehr in der Realität spielt, vermeintlich, nimmt dem Ganzen die Realität, weil niemand so druckreif redet. Ja, aber ich finde es gut. Das freut mich.
Ich fand's mega spannend. Also ich habe dir total gerne zugehört und war dann so traurig. Oh, fertig. Schade. Das nächste Mal lese ich mehr vor. Das freut mich. Jetzt habe ich noch eine tolle Frage für dich. Ja. Kennst du all deine Figuren von all deinen Büchern in- und auswendig? Ja, das tue ich, denn sie leben praktisch ständig um mich herum. Also es kann mir passieren, dass ich denke, das hätte jetzt Juli sagen können. Oder, ach, guck mal an, die hat genau die Frisur, die Jana hat. Oder mein Sam, der hätte jetzt an der Stelle aber so oder so reagiert oder das getan. Obwohl es diese Figuren als Menschen ja gar nicht gibt, sind sie mir durchaus präsent. Und da meine Familie in die Buchproduktion durchaus einbezogen wird, kennen die auch alle. Und inzwischen ist es schon so, dass wir zwar zu dritt in der Kernfamilie am Tisch sitzen, aber mindestens 20 Figuren dabei sind und teilnehmen am Familienessen. Na, wunderbar. Wenn wir uns dann mal treffen, kann ich dich da so ein bisschen aushorchen und fragen nach deinen Figuren und das kommt alles aus dir raus. Ja, und du darfst dann auch fragen, wie es denn nach diesem Buch mit Juli, Jana und Sam weitergeht. Und ja, das darfst du dann tun. Das machen wir. Liest du eigentlich viele Bücher? Ja, ich lese viele Bücher, wobei ich eingestehen muss, dass seit ich selber schreibe, was ja ein Hobby neben einem Hauptberuf ist, die Zeit immer knapper wird, fremde Autoren zu lesen. Es ist sehr zeitaufwendig für alle die vielleicht nicht so als Autoren tätig sind oder da noch nicht so zu Hause sind. Es ist sehr zeitaufwendig, ein Buch fertigzustellen. Das ist nicht nur das Schreiben, man muss es danach auch korrigieren und auch der Kontakt mit dem Verlag, mit dem Lektor, auch das sind Zeitmomente. Da ist es ein bisschen weniger geworden, aber ein Leben ohne Buch ist möglich, aber sinnlos, um Vico von Bülow da ein bisschen zu kolportieren. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Oh je. Gut, dass du nicht gefragt hast, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich glaube, dann da hätte ich gar nichts so zu sagen gewusst. Ja, wie beschreibe ich mich? Ich bin sicher ein Mensch, der nach außen hin durchaus eine andere Persönlichkeit hat, als wenn man mich sehr gut kennt. Ich kann die verschiedenen Rollen, die ich so im Leben habe, ganz gut ausfüllen. Ich rede gern und viel. Ich glaube, das hat jeder Zuhörer bisher schon gemerkt. Das muss man manchmal auch mal bremsen. Das fällt mir sehr schwer. Und Worte, Sprache sind für mich unglaublich wichtig. Bücher, gerne auch wirklich die haptischen Bücher, also die Printversionen, wie das Neudeutsch heißt, das ist für mich eine Freude. Buchhandlungen sind für mich so kleine Tempel und nach meiner Familie und meinem Freundeskreis sicherlich auch das drittwichtigste in meinem Leben, ja. Wie beschreibe ich mich als Autor? Dazu bin ich noch zu kurz im Belletristischen als Autor, um wirklich da eine echte Selbstbeschreibung geben zu können. Aber wenn man mich nach meinem Vorbild fragt oder mit wem ich gerne verglichen würde oder bei wem ich es mir wünschen würde, dass die Menschen denken, die schreibt ja wie, dann wären es 2 große Autoren aus meiner Jugendzeit, Michael Ende, und aus meiner jungen Erwachsenenzeit, die Isabel Allende, vor allen Dingen in ihrer Eva Luna und in den Geschichten der Eva Luna. Das sind Werke, die so sprachdicht sind und so unglaublich viele Emotionen transportieren können. Das wäre etwas, wo ich gerne hinkäme. Ja.
Reicht dir das? Ja, ich glaube, du hast ein Ziel für die nächsten 5 Jahre. Oh, ja, 10. Da sprechen wir uns dann nochmal. Das machen wir. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ich bin sowohl bei Facebook, dort auch tatsächlich mit dem Pseudonym Georgie Severin, ansonsten bei LinkedIn mit meinem Realnamen. Da das ein offenes Pseudonym ist, findet man die Verknüpfung sehr, sehr schnell. Meine eigene Webseite kann man finden unter kanzlei-kobler.de/Georgie Severin. Dort kann man auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man das möchte. Ja, das sind so die wesentlichen Online-Kanäle von mir. Und wo können wir jetzt dein Buch kaufen? Natürlich wollen wir jetzt alle wissen, wie es weitergeht. Also, als Verlagstitel ist das Buch natürlich überall da erhältlich, wo es Bücher gibt. Frei bestellbar im Buchhandel vor Ort, natürlich auch direkt bei meinem Verlag, also dem Verlag, in dem es erschienen ist. Wenn es signiert sein soll oder gewidmet sein soll, gerne auch über die eben genannten Kanäle direkt bei mir und natürlich bei den großen Online-Plattformen, den großen Buchhandlungen im Internet. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, komm zu Lesungen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Der Live-Kontakt. Sagt mir auch ehrlich, wenn es euch mal nicht gefallen hat, aber bitte fair. Also Kritik ist jederzeit möglich, im Guten wie im Schlechten. Freut mich beides, aber fair soll es sein. Und wenn ich das definieren sollte, würde ich sagen, nicht einfach irgendeine Leseprobe lesen und dann eine Buchrezension schreiben, sondern wirklich mindestens mal quer durchs Buch lesen, auf die eigene Sprache ein bisschen achten. Mir hat was nicht gefallen. Ich möchte etwas nicht. Ich mochte etwas nicht. Ich mag solche Rezensionen nicht wie, ja, das Buch ist total doof, weil es blöd ist. Also wenn mir schon sowas entgegengehalten wird nach meiner Arbeit, dann würde ich auch gerne wissen, warum wirklich und nicht so pauschal. Also sprich, sag mir, wenn etwas nicht gefällt, notfalls auch, ich weiß nicht warum, aber das und das hat mir nicht gefallen. Aber nicht so pauschal, es ist alles doof und warum weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, das wäre das, was ich mir von Lesern wünsche. Feedback, davon leben wir Autoren. Da gebe ich dir recht, das ist ganz, ganz wichtig, das Feedback. Das brauchen wir, damit wir wissen, ob das so in Ordnung war oder ob wir was ändern sollen, ob wir Wünsche einbauen sollen. Das sehe ich ganz genau wie du. Wir sind leider schon am Ende. Schade. Wir hätten jetzt noch weiterreden können. Ja, hätten wir. Stundenlang. Ja, wie genau. Gesagt, Worte zu finden fällt mir nicht so schwer. Aber du bist ja auch nicht das letzte Mal bei mir zu Gast. Ich weiß, du kommst wieder. Ja. Und darauf freue ich mich sehr. Aber für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du wieder da warst. Und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Ja, bis bald und vielen Dank für die Gelegenheit an dich, an dein Team. Ich weiß, da sind ja noch Helfer im Hintergrund und bis bald. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.